angegriffenes Hotel Krat. Ja, und damit mit diesem traurigen Anblick willkommen zurück zu Lies of P. Geppetto ist entführt worden. Und wir müssen jetzt die Insel der Alchemisten finden. Fuchskater und die Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens haben unseren Pups entführt. Sophia hat gesagt, es wird die Hölle. Sie ist von dort geflüchtet. Sie hat eine gemeinsame Geschichte mit Simon. Welche das ist, wissen wir immer noch nicht. Und unser Hotel wurde wieder schick verziert, wurde verschönert, wie ihr sehen könnt. Heuchler oder Scheinheilige haben sie uns hier hinterlassen. Ich denke mal, das gilt der Antonia, dass sie gemeinsame Sache macht mit uns und mit Puppen und dass die Bruderschaft oder die Stalker sich vielleicht hintergangen fühlen. Ich weiß es nicht genau, was da jetzt der Grund ist und ja, das Porträt wurde auch verschandelt. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, ein paar Takte spielen. Das tut mir so leid, ne? Antonia. So, wir untersuchen das Klavier und dann sollte sich ein Geheimgang dahinter verbergen, hinter dem Bild. Eine Tonleiter spielen, Klavierspiel beginnen. Das war wohl richtig. Und Alidoro ist halt auch weg, was mich auch ziemlich skeptisch macht, muss ich sagen. Also, ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß auch nicht. Das ist eine Abkürzung. Ach nee, das ist bloß der Hebel von außen und von innen. Alles klar. Was mir warm heute. Und irgendwie aufsteigende Hitze. Memo an mich, nicht so heiß duschen. Oha. Kommen wir hier in diese Mine, ne? Wo das Ergo erstmalig entdeckt worden ist. Eingang zur Reliquie. Das Ding. Trigi Hastibus, keine Ahnung. Und des Bundes. Das erzählte Anton ja auch, ne? Dass das hier erstmal entdeckt worden ist, das Ergo, und dass sie halt zusammengearbeitet haben vorher. Vor dieser ganze Dauerpest-Geschichte. Das müsste jetzt aber normales Wasser sein, ne? Das ist noch nicht verseucht. Who would have guessed all this was beneath the hotel? Wait. Is this the relic of Trismegistus? You know, it's the strangest feeling. I think I've been here before. Maybe I haven't gotten all my memories back after all. I don't know exactly what's going on, but someone was dragged away from here. We have to follow. Hurry! Was ist mit Jiminy? Also, kennt er die Vergangenheit? War vielleicht bei Sophia die ganze Zeit und weiß deswegen so viel? Oder was ist denn? War er Sophias Guide oder Gefährte? Was ist mit Jiminy? Was ist seine Rolle? Also was... Ich meine, er führt uns ja immer durch die Orte, erzählt uns ein bisschen was dazu und so, aber... Versiegelter Untergrund. Liegt irgendwas? Ich bin unter der Erde, aber ich sehe einen Schmetterling. Habe ich den Verstand verloren? Oder ist er aus einer anderen Welt? Ein Schmetterling. Ist bestimmt wieder hier irgendwo, wo die Gefahr lauert, hä? Das ist doch eine Falle. Hä? Keine Falle? Spiel.
Vollmond des Bundes! Ja, Mann! Und eine Techelkurbel, was ist denn hier los? Noch ein Schmetterling, Alter! Das macht mich ja schon ein bisschen skeptisch. Warum werden wir jetzt hier so belohnt? Hä? Ein Mondstein, ist denn schon Geburtstag? Alter! Hallo! Was war denn das gerade? Wir wurden hier gerade überhäuft mit wertvollen Items. Geht's da irgendwie hoch? Ich hätte jetzt gedacht, dass hier gleich einer runterspringt und wir gleich einen Mini-Boss-Kampf wieder haben, aber anscheinend ja nicht. Da ist jemand. Au! Und eine Feuerfalle läuft. Alter, bitte da, da, da. Lass es. Und zum Glück nicht getroffen, aber. Okay, ein bisschen achtsamer hier durch die Gegend gehen, Lydia. Ist hier irgendwas? Hier ist keine Falle, okay. Aber der platzt hier gleich raus. Ah. Okay, der Fabelkatalysator. Noch ein dummer Mo. Oh, aua. Das war knapp. Laufen wir quer durchs Minenfeld gefühlt. So. Ich glaube immer noch, dass das ein abgekartetes Spiel ist oder irgendein Komplott mit Geppetto, dass er uns das bloß denken lassen möchte. Oder dass das Spiel uns jetzt ein bisschen versucht reinzulegen, dass wir ein bisschen wieder Vertrauen in Geppetto kriegen. Dass er doch nichts mit der ganzen Sache zu tun hat und er auch bloß ein Opfer ist. Der ganzen Geschichte. Was bist du jetzt? Du gefällst mir nicht. Bist wie. Alter, der hat aber auch eine Reichweite mit seiner Axt, was? Du stehst ja immer noch. Aber nicht mehr lange. Eisenmauer-Amulett. Was ist denn das wieder Feines? Erhöht die Reduzierungsrate von physischem Schaden. Okay, also dass unsere Blockregeneration bleibt, oder was? Manchmal muss man sich statt auf den Angriff auf die Verteidigung konzentrieren, aber die Kosten für das Aufrechterhalten einer eisernen Mauer muss man bezahlen. Ja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt anlege. Wir checken erstmal das Gebiet ab. Wo wir jetzt genau hinkommen, ob uns das nochmal irgendwie nützen könnte, aber. Die Truhe gefällt mir wieder. Das finde ich nett. Klinge der Hellbarde eines verfluchten Ritters. CC. Können wir mal ausprobieren. Okay. Verbraucht aber auch schon wieder so viel Ausdauer. Was ist denn das mit diesen großen Waffen immer? Ich meine, die sind echt nicht schlecht, die Waffen. Ich mag die sehr, aber für meinen Fall, für meinen Kampfstil, ich weiß es nicht. Ein Telefon! Hey! One shot.
should be easy. You've seen enough of it. If your answer is wrong now, you're not going to love it. This blue flower has many ways to take root, but only on man does it ever bear fruit. Blauer Fleck. Oh shit. Doch das Ergo nehmen sollen. Krog has had no red apples for a while. No one's seen red apples in Krog for a while. That's what makes this the real extra mile. All right, stop brooding, you baby. I know where to find one, and I don't mean maybe. The red statue of Krog's greatest diva casts shade on red apples, you better believe it. The Opera House on Rosa Isabel Street. Bring me one there, bright red and sweet. Hey there now. Don't go away, mad. You'll get a gift. It won't be so bad. And with that, the king bids you adieu. But I'll be sure to check in before we're through. Rosa Isabel Street? Was soll da sein? Oh Mann, das ist doch wie eine Falle. Ich traue diesem Typen irgendwie nicht. Das machen wir noch, Leute. Ich gehe erstmal kurz weiter. Ich hätte doch das. Ich hätte doch Ergo sagen sollen. Du versuchst mir hier wieder von hinten aufzuspießen, oder was willst du? Meine Jüde. Nicht mit mir, Freundchen. Oh nö, ich hab keinen Bock, das bricht wieder. Bricht das wieder? Ich hab keinen Bock, ich will nicht. Voila. Ich springe hier über jede Holzbalke. Mir ist das hier irgendwie. Mir ist das nix. Oh nein, Falle. Wo ist die Falle? Ah, wusste ich's doch. Oh, okay. Lauter kleine Geschenke hier unten. Ein Brotstein. Oh Gott, Spiel, danke. Die ganzen Strapazen, die ich hier in der letzten Zeit hinnehmen musste. Lohnst du mich jetzt wieder? Das finde ich in Ordnung. Entschuldigung, angenommen. Oh Mann, das ärgert mich jetzt mit dem Rätselkönig. Klar. Blauer Fleck, warum blauer Fleck? Das Ärger wäre das Naheliegendste. Weil ich mich wieder selber sabotiert. Bescheuert. So. Er will hier wieder was von mir. Lümileins. Legion-Kaliber, vielen Dank. So, Wauzi. Wauzi, Wauzi. Ich glaube, ich heile mich mal ganz kurz, bevor ich jetzt diesen Sprung hier unternehme. Nochmal da kurz die blauen Fleckchen mitnehmen. So. Lalalalalalala. Noch ein Halbmondstein, vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank.
fucking lieb von dir. Manchmal spielt das Leben eben gern Katz und Maus. Da müssen wir mal lang, ne? Verdammt, ich wollte hier nochmal kurz das Fleckchen da mitnehmen. Das reizt mich. Ich muss alles aufnehmen, Leute. Ich kann, das triggert mich sonst. Jiminys eiserner Schutz. Dankeschön, Spiel. Wollte ich schon immer haben. War denn jetzt hier? Die Treppe. 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 Da. Oh, nein. Nein. Oh Gott, hier ist der Boss. Scheißdreck. Ich gehe jetzt kurz zur Rosa-Isabel-Straße. Ich muss mich ja kurz abkühlen vor diesem großen Battle hier. Scheißdreck. Wir kommen sofort wieder. Wir kommen sofort wieder. So, wir sind jetzt wieder hier. Und zwar, weil wir ja jetzt den Rätselkönig da verkackt haben, müssen wir jetzt einmal ganz kurz bei der Statue unseren Tribut einlösen. Ist noch bei der Statue von der Adelina. Hoffentlich greift hier jetzt gleich nichts an. Und zwar hier müssen wir reden. Leuchtend roten Apfel anbieten. Den haben wir ja zum Glück. Dreifaltigkeitsschlüssel. Vielen Dank. Hatte die Adelina nicht auch erzählt, dass sie reingelegt worden ist? Also ich habe sie ja nicht lebend erwischt, leider, wenn ihr mein Gameplay gesehen habt, aber ich habe das ja bei dem lieben Max geguckt, bei Frank Royal, und der hat sie ja noch lebend erwischt und erzählte sie, dass sie dem Rätselkönig irgendwie von dem reingelegt worden ist und sich täuschen lassen. Dass das vielleicht so ein Zusammenhang da zu den beiden ist, ich weiß es nicht. So, ich hab keinen Bock. Kommt jetzt auch wieder so ein epischer, cooler Auftritt. Ich möchte bitte wieder einen epischen, coolen Auftritt haben von der Bruderschaft. Diese Dreckshunde, der Kater und der Fuchs, ey. Ich bereue es so, den trete ich mächtig in den Hintern, glaube ich. Ich hoffe, wir haben irgendwie noch die Chance, uns zu rächen. Boah, ist das ätzend. Let's go. Da ist der Sarg. Die wollen uns wieder in den Sarg stecken. Demonstration time. Who wants to watch this guy break apart? Huch, was war das? Was war denn das? Freunde, aua. Elektroschock, shit. Oh Gott, Freunde, bitte. This is for my brother. I'm gonna rip your heart out. Ich glaube aber, dass der Bruder auftauchen wird wieder. Ich die Befürchtung habe. Big Brother always looked out for me. We're gonna smash you to pieces! Smash you to pieces! Ja, dann smash mich mal zu pieces. Mm.
Aber das sind wieder die, so die, die Klänge, ne? Von dem eigentlichen Theme. Mutterschaftstheme. Aua. Alright. Demonstration time. Who wants to watch this guy break apart? Aua. Shit. Shit, 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 shit. Bitte. Leute. Der eine verfallen, der andere Elektroschock, das ist voll fies. Voll mies. Gnädigste, bitte. Und ich hab schon wieder verfallen. Ich hasse alles. Alright, demonstration time. Who wants to watch this guy break apart? Wow. Die habe ich alle gut runter eigentlich, ne? Maybe when we couldn't save our brother, that's when our fate was sealed. Wow. Nein. Should I break his neck or his arms first? I'll take him request. Was ist so schnell? Alter, sie ist so schnell. Avenge you. That stupid puppet. Ich hab keinen Bock auf die nächste Phase. Should I have drained the order? Ja, da ist er. Ich hab's befürchtet. Da ist er. Git. Was habt ihr für eine Kooperation gemacht mit denen? Nein, 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 Spiel, bitte. Bitte, bitte, ich hole gleich ab. Nein. Ich hasse alles. Nein. Bitte, 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 bitte. Nein. Nein, 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 nein. Habe ich das auf Band? Ich habe das ohne Gespenst. First try. Ich bin voll zittrig, Leute. Ich bin voll zittrig. Oh mein Gott, was? Das ist das erste Mal. Und das waren 4 Leute. Das ist ein historischer Moment, Leute. Oh mein Gott. Ohne Gespenst. Erster Versuch. Das war die Rache. Oh, das war gerade sehr nervenaufreibend. Man merkt es auch.
mein Gott. Oh, wisst ihr noch, wie ich ewig gebraucht habe, dass ich, als ich die das erste Mal bekämpft habe? Gut, da war der Älteste natürlich auch ein bisschen besser noch drauf. Ich weiß nicht, was sie jetzt mit ihm gemacht haben oder was die für einen Bund mit dem Simon gemacht haben, dass er ihren Bruder wieder zurückgeholt hat aus der, von den Toten. Aber es war so klar, dass wir den wieder begegnen. War jetzt nicht wieder so ein epischer Auftritt wie am Anfang, aber... Boah, ich kann jetzt schon nicht mehr und ich nehme gerade mal eine halbe Stunde auf. Was ist denn los? Ich dachte, da klebe ich jetzt wieder ewig an der Stelle hier. Aber nein, war ist nicht so. Gott sei Dank. Ich muss zurück ins Hotel. Wen, Nini? Nini will auch mit uns reden anscheinend. Oh mein Gott, ich fall vom Glauben ab. Ich bin gerade über mich selber erstaunt, ehrlich gesagt. Ich brauche eine Baldrian oder so. I can hardly believe it. But the ergo readings you gathered leave no doubt. No doubt at all, you see? Okay, Venini, breathe. Despite your best efforts, they can't read your mind yet. My friend, my apologies. But when you hear this news, you'll be excited too. Was? The puppets were being compelled by the Grand Covenant. But they were communicating with each other, with wavelengths. This is beyond anything I'd imagined. They were not built with this kind of intelligence. I did the best I could to decipher the wavelengths, but there was considerable noise in the signal. Care to give it a listen? Ja, hau raus. Carlo, I hope you can hear me. The laws of the Grand Covenant bind us. We're his puppets. First law. All puppets must obey the Creator's commands. Law Zero. The Creator's name is... Geppetto. Giuseppe Geppetto. Ah, did you hear that? The last part sounded important, but there was too much static. Ah, tell me you heard it, please. We need to find the cause of the frenzy and... Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann, Lini. What or who was behind the frenzy? Du bist mit Geppetto befreundet. Really? Nothing. Yeah, I've tried everything I can think of, but I keep coming up empty. All I wanted was to stop anyone else getting hurt. At least hurt by murderous puppets. Not even I can abolish all pain everywhere. Ah, no, you cannot give up, Venini. You are Venini, and Venini always finds the solution. I think we can't put it off any longer. Geppetto is the last hope we have. I've exhausted my talents here. These clues, I could find them, but interpreting them is beyond my abilities. We need the man himself. You must save him, compagno. You and Geppetto are the only ones who can save Krat. Es tut mir leid, Vinini, aber ich traue dir nicht, du bist mit ihm befreundet und ich weiß nicht, ob das so schlau ist, ihm das zu sagen jetzt, weil wer weiß, was er dann anstellt, oder? Okay, der Puppenkönig hat uns Carlo genannt. Das heißt, wir kennen uns. Und er hat wirklich nur versucht, uns zu warnen, wie ich es mir schon gedacht habe. Geppetto, Giuseppe, der Dreckskerl. After all, we've been together. Okay, jetzt nicht mehr da dramatisch werden, Lydia. Ich hab's mir doch einfach gedacht. So, die Puppen gehören zum großen Bund und Geppetto gehört zum großen Bund und er ist der Schöpfer und die Puppen unterliegen seinen Befehlen. Was machen wir? Machen wir wieder Entschlossenheit? Machen wir wieder Entschlossenheit leveln? Schön ordentlich. Also die Feuerklinge hier gerade, die hat mich gerettet, ne? Weil meine andere Waffe war jetzt im Kampf gerade schon rot gewesen.
Es ist gerade sehr angenehm, so eine Ruhepause gerade nach diesem Kampf zu haben. Na, Antonia, wie geht es dir übrigens? Und unsere Nase ist auch wieder länger geworden. Na, du! Kommt schon goldene Zweiglein und Blättchen daraus aus dem Stiel, aus der Nase. Apparently, I must remain in this room. I hope Geppetto is safe. Be careful out there, won't you? Okay, the hotel will always welcome you back. Hat sie noch nicht groß verändert? Sie ist ein bisschen blasser geworden oder kommt das einfach durch den Lichteinfall? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir haben auch noch Harz. Harz gekrischt. Haben wir irgendwo angefangen? Nee, ich glaube nicht, ne? Perfekter Block verursacht Steifheit. Das finde ich gut. Dann machen wir erstmal, glaube ich. Legion wird bei Eliminierung von Feinden geladen. Lädt eine gewisse Menge an Legion auf, wenn ein Feind eliminiert wird. Oh, das ist gut. Das gefällt mir. So, wo ist eigentlich Sophia? Sophia? Wo ist Sophia? Das finde ich alles gerade ein bisschen merkwürdig. Sie ist ja immer hier in der Lobby, aber... Steht sie draußen vielleicht? Hä? Das finde ich gerade alles ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. You may not be aware, but... I am an orphan. In fact, my parents were murdered before my very eyes. Das haben wir gelesen. The authorities in Krat insisted it was a mugging, but I know what I saw. A mad, raving puppet killed them. A puppet that was driven by a murderous lunatic's awakened ego. I know that because the lunatic told me his name. Arlecchino. I'll never forget his insane laugh. I have been fitting puppets with the Grand Covenant to ensure no one else ever has to experience the same tragedy I did. But this is our last shot, the last clue. If this doesn't break through the static, then nothing will. But the key to all this is Geppetto. He's really our only hope, and it's up to you to save him. Go on and take the wavelength decoder. Even if I failed, you might be able to find more clues. You're someone who doesn't give up. Who knows? If you need to hear it, just use the Stargazer. Here, take it. Nachricht des Puppenkönigs. Oh, Venini. Wisst ihr noch, als wir in den Lorenzini-Arkaden die Notiz gefunden haben oder den Zeitungsartikel über den V? Jetzt wissen wir, wer V war. Venini. Seine Eltern wurden von der Puppe getötet. Wenn der wüsste, dass Geppetto das alles verursacht hat oder schuld daran ist, dann würde er vielleicht über seinen Freund ein bisschen anders denken, glaube ich. Das. Boah. Charity house. Remember? We're best friends. I'm doing what I can to fend off both the petrification disease and the alchemists. My puppets and I are taking a stand against death itself. That's why I tried sending you messengers. But you got rid of them all. You're still an unstoppable fellow. I remember you. No reason for us to fight, I suppose. I'm Romeo. We grew up together in the Monad Charity House. Remember? We're best friends. I'm Romeo. We're the best friends. Oh my god. Boah, das nimmt mich gerade voll mit. Was? Der Puppenkönig, Romeo, gegen den wir gekämpft haben im Opernhaus,
war früher unser bester Freund aus dem Waisenhaus. Und wir haben ihn umgebracht. Und er wollte eigentlich uns nur eine Botschaft übermitteln. Und uns zur Zusammenarbeit überreden. Oh Gott, ist das traurig. Versteinerungskrankheit. Also hatte er die Versteinerungskrankheit und Carlo auch und haben den Tod getrotzt und wollten irgendwie dagegen ankämpfen. Boah, was? Aber er war ja dann eine Puppe. Oh nee. Boah, Alter, das ist die Story. Gott, ist das tragisch. Er hat die ganze Zeit versucht, mit uns zu reden. Und es war alles so verzerrt, ne? Deswegen, wir konnten ihn nicht verstehen, was er gesagt hat, weil die Untertitel so verzerrt waren. Das sollte das andeuten. Gott, ist das furchtbar. Also, Marionette ist, hat er sich von Geppetto zur Puppe machen lassen, oder was? Und er konnte dann nicht anders als den Befehlen seines Meisters, seines Schöpfers dann zu gehorchen. Wegen diesem Puppengesetz. Ah! Mr. Stalker, it's you. I thought it was the intruders again. It's a relief you're safe. I was helpless, hiding the entire time. This is my first time coming back out. You surprised me, but make no mistake. You're always welcome here, Mr. Stalker. Let me know if there's anything you need. Zwei Eindringlinge. Stalker, please. Was für Eindringlinge? Oh, ich bin gerade fix und fertig, ey, echt. Ich kann nicht mehr. Trotzdem frage ich mich auch, wo Sophia hin ist. Boah, Romeo. Boah, ist das schlimm. Ist das einfach schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hatte ja schon meine Theorien und meine Spekulationen, aber... Oh, bloß noch Füchschen und Kater, oder was? Konzentration. Bruderschaft ist erledigt, die haben wir jetzt ausgemerzt. Hoffe ich. Es sei denn, die machen wieder einen auf lustig und lassen sich wieder auferstehen hier, zu Zombies, zur Mutation. Okay, I give up. Just don't kill me! War Alidoro! Ja, dir will ja auch gleich was husten. Was willst du hier? Geh mal erstmal her. Ich red gleich mit dir. Bleib mal kurz in der Stellung. Großartige Winnie-Sammlung. Gefällt mir gut. Oh! Amazing! I didn't expect you to thrash those rabbit fellows too. You're here looking for Geppetto, aren't you? Mm-hmm. The fox and the cat have got that old man. They took the submarine from that dock over there. They probably went to the alchemist's isle. There should be another one. You should commandeer it. If anyone asks, I didn't see anything. There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Alidoro angreifen? Was? Wie? Wir reden erstmal mit dir. Es gibt komische Gerüchte über dich, weißt du das? Der Grund für den Verrat am Hotel, du steckst dahinter, oder? I'm just a guest here, with no special obligation to the hotel. But if you still want to hear... The alchemist said they would help me escape from the city. Natürlich. Talk about an offer I couldn't refuse. I can't live in the hotel forever. I need to move up and move on.
Also, there was someone who was so annoying. That's all. Does that suffice? Right. I had a feeling you would ask sooner or later. It's because of that girl, isn't it? I am not Alidoro the Hound. Not the real one, anyway. I used to be Alidoro's partner. I admired him, to be honest. He was amazing. Charlie amazing Charlie. At everything, except making a profit, that is. But he didn't need to cut me off just because I sold some antiques. I mean, what's a few antiques when you've got bills to pay? We argued. One thing led to another. Du hast ihn umgebracht. I had to kill him. But stealing his identity was the logical next step. My original code name is Parrot, after all. Fitting, isn't it? Oh, he was also from the country of the morning. Maybe he shares some blood with the girl. And that's my story. Tragic tale. Do you want to hear more? There should be something left at the dock. If anyone asks, weißt I didn't see anything. Nee, noch nicht mal Alidoro, du bist ja noch nicht mal der Echte. Ich werde jetzt was husten. Komm. Oh, what a murderous air you have. You're going to kill me? Mhm. I know what you are. You're Geppetto's puppet, aren't you? If someone isn't trying to kill you, you can't hurt them either. Hm. That limitation makes it seem like your creator didn't trust you very much. Smart of him. So, what will it be, Mr. Handsome Idiot? Leave quietly? Or shut up and buy something? Wir weichen jetzt nicht zurück. You've got to be joking! Don't come any closer! You're like a human. Mhm. Das bin ich. Das war einfach. Für Eugenie. Und für den echten Alidoro. Ein türkischer Saftsack. Kryptisches Gefäß haben wir jetzt gekriegt, ne? Ich hätte jetzt gedacht, der wehrt sich mehr. Ach, bloß so ein Feigling. It was a total attack. The Black Rabbit Brotherhood, the Fox, the Cat, and Alidoro too. I don't even want to guess what they might be planning, pal. This way must lead to their headquarters, shall we? We shall. Oh, Vollmondstein. Vielen Dank. We shall move on. Die Insel der Alchemisten, ist das so ein bisschen wie die Insel der Vergnügung in der Pinocchio-Story? Wo uns der Kater und der Fuchs auch hin verführen wollen. Hey, look! That lever resembles... Yes, it seems we can use it to call a submarine. Mhm. Der große Vinini und Pistris, das U-Boot. Wir laden sie alle zur feierlichen Taufe des neuen U-Boots der Firma Vinini der Pistris ein. Überzeugen Sie sich selbst von der schneidigen Würde der Pistris. Maße, Verdrängung, Geschwindigkeit, Überwasser, 12 Knoten und Unterwasser 7 Knoten, Antriebsmethode, Lorenzini-Motor und Bleisäurebatterien. Aha, das hat er uns ja gegeben, ne? Dafür können wir dann das U-Boot nutzen. Oder den. Die Pistris bewegt sich gemeinsam mit Vininis neuestem Entschlossenheitsorgan. Ein patentiertes Produkt, benannt nach Mr. Vinini. Die neue Methode, die eine größere elektrische Leistung durch die elektrische Stimulation von Ergo erzeugt. Bleisäurebatterie, zusätzlicher Strom. Außerdem dient sie auf dem Boden des U-Boots als Ballast. Solch ein innovatives Design. Eine einmalige Gelegenheit, Blick in die Zukunft von Krat, der Stadt der Wissenschaft, zu werfen. Verpasst es nicht. Kommt, schließt euch an. Ja, gut.
Welcome to the future. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. What the? Hey, it's Sophia. I am finally meeting you here. You're a clever one, so it shouldn't surprise you that the Sophia at the hotel isn't really me. My real self is on the upper part of the Abbey. I became his tool a long time ago. I have endured such pain. My soul split into pieces. Truth is, I guided you this far, not to save Croft, but to save me. I felt guilty about that, but I was so elated when you answered my call. Despite it all, I thank you. My spirit and my body have lived apart for too long. Perhaps in death, they will reunite. In peace, I'll grant you my power before my spirit diminishes further. Stargazer will guide you, clever one. If you find my body, please help me find peace. My guidance ends here. After images of memories rage on the seaside because of Ergo, please, be careful. I can't hold out forever, but I'll support you. Eden, Simon, ja, wer ist Simon? I am the daughter of Valentinus, leader of the alchemists. Simon was my father's right-hand man. Ambition overwhelmed him, however. And he spread the petrification disease, taking countless lives. Oh, yes. Why would he do that? I don't know. But he brings a dark world upon us. That's for certain. Stop him. However you can. Das werde ich. Und was für ein Werkzeug bist du? The petrification disease freezes time and memory within the afflicted body. Ergo is the purified essence of that life, trapped by the petrification disease. When I discovered that, it opened my eyes, and I was able to manipulate time using Ergo. Simon, on the other hand, is trying to use my power to fuel his ambition. I wound back your time to protect you, so you could stand against him. So stop him. Save Krat. Was werden wir tun? Oh wow. Sie ist die Tochter von Valentinus. Und Simon war die rechte Hand. Und jetzt will er für seine egoistischen Ziele sie benutzen als Werkzeug, weil sie diese Fähigkeiten hat. Oh Gott. Das war wieder eine nervenaufreibende Folge, Freunde. Ich mach erstmal Stopp hier. Wir haben ja ein kryptisches Gefäß bekommen. Können wir nochmal kurz zum Winini, glaube ich, gehen das nächste Mal. Und dann setzen wir unseren Weg fort auf dieser Insel. Oh, das mit dem Romeo beschäftigt mich jetzt gerade noch ein bisschen. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Geht irgendwie dem Ende zu. Ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr lange auf sich warten lässt, das große Finale. Also es ist wirklich so eine packende Geschichte. Also eine Pinocchio-Geschichte mal ganz anders erzählt und ein bisschen düsterer und so komplex. Es gefällt mir so sehr, das Spiel, ne? Sag es immer wieder. Okay. Wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal.
macht es gut. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Gestärkt und ausgeruht. Ciao. Ja.